Hallo, ihr Lieben. Schön, dass wir uns hier treffen. Das Bild ist wieder nicht scharf gestellt, aber ihr wisst ja, das hat einen Grund. Ich möchte das große Blatt legen mit den Tarotkarten. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Ich lege die Häuser nach den Lenormand-Karten und lege aber die Tarotkarten da drauf. Und wir werden das jetzt einfach mal gemeinsam testen, wenn ihr Lust habt, ihr Lieben. Ich mische so lange, bis eine Karte oder zwei oder drei rausfällt. Ich lasse sie genauso liegen, lege sie aber nach links. So, das bedeutet 9 Karten nebeneinander. Wir schauen mal, ob das überhaupt drauf passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das große Blatt kann man in verschiedenen Varianten legen. Es gibt auch die Möglichkeit, 8 Karten zu legen. Und dann sagt man, dann sind die untersten 4 Karten, die. Ich weiß es gar nicht mehr, die Zukunftskarten oder sowas? Nein, die Schicksalskarten, die Schicksalskarten. Ich habe mich für diese Variante entschieden. Das sind 9 Stück nebeneinander. Und ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwann vor ganz, ganz langer Zeit mal dafür entschieden. Vielleicht sollte ich das andere mal probieren. Aber jetzt erstmal lege ich es in dieser Form. Aber es gibt da kein Falsch und kein Richtig. Es ist einfach ich bin irritiert von dem, was da schon alles liegt. Eine Vorliebe, würde ich fast sagen. So, ihr Lieben, noch zwei. Okay, es ist interessant. So, jetzt schaue ich erstmal, ob ich das alles aufs Blatt kriege. Unten drunter liegt der Herrscher. So, ich denke, ihr könnt das alles erkennen. Jetzt habe ich alles drauf. So, dann schauen wir uns mal die Karten an, die hier drunter gefallen sind. Ich nehme ja immer die unteren Karten, das heißt hier die 2 der Schwerter, die 3 der Stäbe und das Ass der Kelche. Und die 3 sind in Schieflage gefallen. Das bedeutet für mich, die sind schon in Arbeit. Das hat schon begonnen. Der Herrscher ist eine Person und es geht hier in diesem ganzen Orakel um den Herrscher. Es ist sozusagen die Überschrift. Sie steht aber auch für das Beherrschen. Jetzt ist mein Tee fertig, ihr Lieben. Ich mache den mal gerade. Ihr Lieben, eigentlich hättet ihr ja das gar nicht mitbekommen. Aber nun ist es so. Jetzt habe ich meinen Tee hier vor mir stehen. Also, nochmal auf den Herrscher zurückzukommen. Der Herrscher er steht auch für das Beherrschen einer Situation, für das Beherrschen des eigenen Lebens, für das Beherrschen der anderen. Also es kommt jetzt immer auf den Kontext an, mit welchen Karten er in Verbindung gebracht wird. Hier gibt es keine, logisch, ich habe ja die Tarotkarten gelegt, keine weibliche Hauptperson, keine männliche Hauptperson. Und daher gehe ich hier von den einzelnen Häusern aus. Das Haus der Dame, und ich spreche ja immer von der Dame auf Sicht eines Herrn, das heißt, das hier ist dein Haus und da liegt die Erschöpfung drin, da liegt dir der Mangel drin, aber der Mangel, und das möchte ich dir ganz deutlich sagen, du gehst aus dem Mangel heraus. Das heißt, das Gericht, also über deiner Karte im Haus des Parkes, im Haus der Öffentlichkeit, hier wird etwas öffentlich und das Gericht zeigt dir auch ganz deutlich, dass du hier aus dir herausgehst. Und es ist so, als wenn dieser Mangel hier, du findest den Schlüssel, der hier hinter dir liegt. Und es ist jetzt einfach soweit. Ich behaupte das jetzt einfach mal so. Du trägst den Schlüssel in der Hand. Du hast den Schlüssel in der Hand. Du hast ihn erkannt. Du hast dich umgedreht, hast ihn erkannt. Und du schließt diese Tür auf. Und das ist die Tür aus dem Mangel heraus. Und zwar aus dem Mangel
Das Gericht ist auch ganz oft die Karte, dass man einen Schatz birgt, birgt, dass man einen Schatz findet, einen Schatz hervorhebt, einen Schatz rausholt. Und dafür steht diese Karte auch. So, und sie geht dann nochmal in die 10 der Schwerter im Haus der Roten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das heißt, du bist in diesem Mangel, kommst aber aus dir heraus und sprichst jetzt darüber. Und dann ist es so, als wenn diese 10 der Schwerter hier wie diese 10 Vögel in den Tod fliegen. Und der Tod liegt im Haus der Vögel, aber der Tod ist ja keine schlechte Karte. Er bedeutet ja auch, und es steht ja auch drauf, Tod und Wiedergeburt. Das heißt, du bist im Mangel. Im Moment geht es dir vielleicht nicht gut. Du bist im Mangel, aber du weißt jetzt, was du tun kannst, damit du da rauskommst. Und du kommst raus. Und du wirst dir das nochmal ansehen. Und vielleicht mit dem König der Kelche, vielleicht aber auch, dass du im Anschluss daran den König der Kelche triffst. Das weiß ich nicht. Es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Da müssten wir in deine persönliche Legung gucken. Aber tatsächlich kommst du hier raus, du schaust es dir an und du gehst mit dem König der Kelche ins Glück, weil er liegt ja im Klee. Eindeutig. Was auch schön ist, ist eben, dass hier diese Vögel in den Tod gehen und danach kommt im Haus des Neuanfangs, im Haus des Kindes, die 6 der Schwerter. Die 6 der Schwerter, das ist die Karte, dass du das neue, ans neue Ufer gehst. Du wirst das Alte hinter dir lassen. Du hast das Schlimmste hinter dir. Das tosende Wasser hast du hinter dir. Und du kommst jetzt in das ruhige Wasser. Und du kannst daran. Ja, du fährst ganz seicht in das seichte Wasser. Das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Und du gehst neue Wege. Und zwar so, der Page der Schwerter liegt im Haus der Wege. Neue Wege von A nach B. Seht ihr das? Sie überbrückt hier einen Punkt zu dem anderen auf einem Schwert. Die Schwerter sind die Gedankenkarten. Aber seht ihr, sie hat die Geistesblitze in der Hand und die hält sie nach oben und das Buch in der Hand. Das heißt also, dieses Schwert, über das sie geht, das sind die scharfen Gedanken, mit denen sie hier weiterkommt. Weiterkommt und auch weitergehen kann, weitergehen darf. Wunderschön. Dann gehen wir in sein Haus. Wie gesagt, es gibt auch keine männliche Personenkarte. Es gibt natürlich viele Könige, Ritter und so weiter, aber es gibt keine Personenkarte, die für die Dame steht und für den Herrn steht, für die Hauptperson steht. Und hier haben wir dann in seinem Haus den Einsiedler. Er hat sich zurückgezogen. Und ich spüre ganz deutlich, er sitzt hier als Ritter der Kelche im Haus des Berges. Der Berg ist immer die Blockade. Dieser Ritter der Kelche ist blockiert. Er ist emotional blockiert. Aber er sitzt auf dem Berg und er sitzt cool und lässig auf diesem Berg. Und er hat diesen Berg einfach für sich eingenommen. Er hat erkannt, dass er in diesem Berg diese Stufen einsetzen kann und dann sich einfach oben hinsetzen kann. Und er wird zur Erleuchtung kommen. In diesem Berg, auf diesem Berg. Und der Turm steht ja auch für den Rückzug. Und hier ist er mit 2 Münzen im Turm. Diese 2 Münzen, die stehen für, mir kommt gerade Feuer und Wasser rein. Licht und Schatten. Gegensätze, Yin und Yang. Und vielleicht hat er hier diese Balance gefunden in seinem Rückzug zu Yin und Yang. Und wenn man die 7 der Stäbe betrachtet, dann kommt man genau zu diesem Schluss. Die liegt im Haus der Sense, im Haus der Schärfe, des scharf Angehen. Hier, das sind 7 Stäbe, die diese Person angehen. Und sie ist aber komplett in ihrer Ruhe. Und auch hier spielt es überhaupt keine Rolle, ob es männlich oder weiblich ist. Er ist hier
in seinem Rückzug, in diese Yin und Yang, in diese fließende Acht, in diesen Fluss des Lebens nochmal gekommen. Und er hat gelernt, sich zu schützen. Ist zu sich nach innen gekommen und er ist in seine Kraft gekommen. Und das, ihr Lieben, ist der Herrscher. Und die Kraft, die ist im Haus des Reiters. Das heißt also, das, was hier jetzt ihn stark macht, das nutzt er als Booster, würde ich fast sagen, der ihn jetzt hier zu dir nach Hause bringen lässt. Dieser Ritter der Schwerter, der läuft zu dir nach Hause, in dein Zuhause. Und dieses Zuhause ist hier beschützt, also es ist eingerahmt vom Stern, das ist die höchste Schutzkarte, von den neun der Kelchen, das ist die Wunscherfüllung pur, und von den sechs der Schwertern. Das heißt also, dieser Ritter der Schwerter, der kann kommen. Du bist gewappnet, du bist in deiner Stärke, du bist in dieser Energie des Königs der Kelche, du bist ganz tief in dir. Und er hat es aber auch geschafft. Er ist schon da. Und der Stern ist im Haus des Schiffes. Das heißt also, der Stern ist unterwegs zu dir. Und er muss ja auch gar nicht schnell unterwegs zu dir sein. Das Schiff ist das langsame Fortbewegungsmittel. Dieser Stern steht hoch am Himmel. Der ist schon von weitem zu sehen. Und seine Wirkung ist auch also nach weit. Wie soll ich das jetzt sagen? Also schon im Vorhinein weit zu sehen, aber auch von hinten weit zu sehen. Dieser Stern steht am Himmel und da spielt es keine Rolle, ob du in Hamburg, in München oder in Düsseldorf bist. Der Stern, der sieht dich und du siehst den Stern. Deswegen kann er, soll er sogar langsam unterwegs sein. Er ist dein Schutz. Schön. So, dann fällt mir auf, wir haben alle Asse. Wir haben das Ass der Münzen, das Ass der Stäbe, das Ass der Schwerter und hier haben wir das Ass der Kelche. Die Asse stehen immer für die Chancen. Sie sind die Eins. Danach kommt die Zwei der Münzen, die Zwei der Kelche, Zwei der Schwerter und so weiter und so fort. Die Asse sind die Eins, es ist der Beginn. Es ist der Beginn, hier etwas neu anzufangen. Du hast jetzt die Chance, etwas neu anzufangen. Und zwar in der Liebe liegt das Ass der Stäbe. Aktiv hier etwas zu tun. Im Ring liegt das Ass der Schwerter. Und seht ihr diese Treppe, die nach oben führt? Das sind die Gedanken und das ist der Ring. Und hier kommt etwas zur Vollendung, würde ich fast sagen. So, und dann haben wir darüber, und das ist der Hammer im Haus der Sterne, im Haus des Schutzes überhaupt, das Ass der Münzen. Also alle oder diese drei in diesen wundervollen Häusern, im Haus der Liebe, im Haus der Verbindung, im Haus des Schutzes, sind hier neue Chancen. Und allem voran, außerhalb ist das Ass der Kelche in Schieflage. Es ist schon in Bewegung. Das ist der Hammer, ihr Lieben. Ja, dann haben wir im Haus des Fuchses die sieben der Schwerter. Und das steht auch für den Fuchs, dieses Wegschleichen, dieses aber auch wieder reinschleichen. Also hier geht es nicht immer darum, dass man sich immer weggeht, sondern es kann auch jemand reinkommen. Und hier haben wir im Haus der Mäuse, im Haus der Angst diese Belastung. Die neun der Stäbe ist die Burnout-Karte. Diese Angst, das macht dich fertig, weil du dich nicht traust, du und dein Gegenüber. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber es gibt hier diese Chance der Liebe. Und ich möchte jetzt noch mal ganz deutlich sagen, es kann nicht jeder hierbei sein. Wenn du das nicht fühlst, wenn du nicht den Beginn hast, dann tut es mir leid, dann bist du dieses Mal nicht dabei. Dann bist du beim nächsten Mal dabei. Hier geht es darum, dass jemand
damals sich weggeschlichen hat. Und der ist, und der Bär steht für das Uralte. Und die Acht der Kelche ist das ist der Weg in das Unbekannte, in das Unbekannte Neue. Und das hat er gemacht. Oder du? Und es kostet ihn jetzt unfassbar viel Kraft, sich nochmal bei dir zu melden. Und wir haben hier im Brief die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter, das ist die Karte, dass man in den Spiegel schaut und sich gefangen fühlt. Aber eigentlich ist man es nicht, weil vor dem Spiegel bist du hier frei. Das ist das gedankliche Gefängnis. Du kannst es aber nicht sehen, du kannst aus deiner Haut nicht raus. Und du kannst es vor allen Dingen noch nicht sehen. Und das ist, ja, auch das zieht sich wie ein roter Faden. Aber im Haus des Buches liegen die sieben Münzen. Und hier wird jetzt geerntet, was du schon vor ganz langer Zeit gesät hast. Also, mir sprudeln gerade ganz, ganz viele Gedanken rein. Also zuerst möchte ich jetzt mal auf die Herrscherin eingehen. Der Herrscher liegt außen, hier liegt die Herrscherin. Die Herrscherin wird immer schwanger dargestellt. Das bedeutet, sie ist noch vor dem Beginn. Das Kind ist noch nicht auf der Welt. Das bedeutet, dass hier jetzt etwas begonnen hat. Es hat schon begonnen. Und jetzt, es geht einfach Schritt für Schritt weiter. Du wirst jetzt die Chance haben, geboren zu werden, in diese Welt geboren zu werden. Und mit deinem Gegenüber, der einen ganz scharfen Verstand hat, eine Verbindung einzugehen. Und das ist tiefgründig. Wir sind hier im Haus der Fische und die Fische stehen für einmal für wirklich die ganz tiefen, tiefen Gefühle. Und das spüre ich gerade jetzt auch. Das geht so tief und zwar wirklich ins Herz. Die Fische stehen auch für das Geld, für den Geldfluss, aber das spüre ich hier nicht. Was aber trotzdem auffällig ist, das ist, dass die Herrscherin, die Fische einen kleinen, also einen Schulter, die Schultern bedeckt hat mit kleinen Fischen. Seht ihr das? Und die Welt besteht ja, das wissen wir ja alle, 80%, glaube ich, aus Wasser. Das heißt, eine bessere Karte im Haus der Fische hätte es ja gar nicht geben können. Und die Herrscherin ist genau wie der Herrscher. Hier beherrscht man die Gefühle, die Gefühle ist falsch. Die Gefühle fließen, die Gefühle kann man nicht beherrschen. Und wenn, dann ist man nicht in seinem Gefühl. Wenn man die Gefühle beherrscht, ist man nicht in seinem Gefühl. Ansonsten fließen sie. Und das tut sie hier. Und die Herrscherin fließt mit ihren Gefühlen. Sie geht durchs Leben fließend mit ihren Gefühlen. Ja, und hier die neun der Münzen, das ist wie die neun der Kelche, die materielle Wunscherfüllung. Und ich habe, das liegt im Haus der Schlüssel. Und ich habe so das Gefühl, als wenn sie hier einen Schlüssel nach dem anderen von diesem Baum runterpflückt. Das sind keine Münzen, das sind ganz viele Schlüssel. Und diese Schlüssel sind die Türen. Mit diesen Schlüsseln kannst du Türen öffnen, aber auch hinter dir schließen. Und der König der Stäbe, und ich gehe ganz wild durch dieses Kartendeck, aber es ist egal, der König der Stäbe liegt im Haus des Mondes, liegt im Haus der weiblichen Energie, in der Tiefgründigkeit. Und dieser König der Stäbe, der ja oft dargestellt wird, die Stabkarten sind ja die Karten der Umsetzung, des Tuns, des Machens, des vorher klar Denkens. Aber hier geht es auch um die tiefen Gefühle. Und ich habe das ganz dringende Bedürfnis, euch zu sagen, dass dieser Mensch, der hier in euer Leben kommt, es ist eine Kollektivlegung, vielleicht kann er bei dem einen oder anderen schon da sein, aber bei vielen ist er noch nicht da. Das spüre ich ganz deutlich. Der ist ganz tiefgründig. Der ist tiefgründig. Ein anderes Wort fällt mir nicht ein.
Und er ist zerrissen. Er ist zerrissen, weil er nicht weiß, soll er dir jetzt diese Einladung schicken oder nicht. Und er hat Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, weil er sich um das Alte, das ist im Haus des Sarges hier, weil er sich um das Alte immer wieder, es dreht sich alles um das Alte bei ihm. Und er hat hier im Haus der Münzen, im Haus der Schlange liegt die Lernaufgabe. Er hat es gelernt. Er hat es gelernt und er hat diesen Sargdeckel jetzt aufgemacht, damit er das Alte nochmal hochholt. Aber er will das gar nicht mehr. Er hat so Kopfschmerzen und er will das im Grunde ganz schnell jetzt hier mit dir abklären, damit es in den Tod, in die Stille gehen kann, in das Bearbeitete, in die Wiedergeburt. Und ich möchte gerne mit dir sein Bett teilen. Er möchte, dass du als seine Herzensdame hier neben ihm liegst oder als Herzensmann. Und das liegt in der positiven Veränderung im Haus der Störche. Und schöner kann es ja gar nicht sein. Das heißt, diese vier der Schwerter, das ist die Ruhekarte. Und die Ruhe geht jetzt in die positive Veränderung. Hier kommt Veränderung rein. Und hier fällt mir zweimal die Veränderung ein. Einmal, dass du wirklich dein Bett mit jemandem teilst. Das ist die eine Veränderung. Die andere Veränderung ist aber auch, dass die Ruhe vorbei ist. Und er bringt dir die Fülle. Die 10 der Kelche liegt im Haus des Hundes. Er bringt dir die Fülle. Er ist derjenige, der, Entschuldigung, er ist derjenige, der dir das Gefühl der Fülle gibt. Du brauchst dann gar nicht mehr ein dickes Auto, dicke, weiß ich nicht was, oder ein dickes Bankkonto. Das brauchst du gar nicht, weil so wie die beiden hier Arm in Arm da sitzen, genauso geht es dir auch. Und es geht dir einfach, du hast alles, was du brauchst. Und dir fällt dann auch auf, dass du nichts anderes mehr brauchst. Dir fällt auf, dass du den Urlaub, den du geplant hast, dass das alles nicht mehr wichtig ist, dass es nicht mehr wichtig ist, was für ein Auto du fährst oder in welchem Haus du wohnst oder immer. Ich gehe immer auf das Materielle, weil es mir eben auch einfach einfällt. Aber tatsächlich wird es unwichtig, weil ihr einfach zusammenkommt. Und seht ihr das, wie dieses eine Bein hier in den Fluss der 10 der Kelche übergeht? Er fließt in diese Energie auch und er wird ganz. Er fühlt seine Füße wieder unter sich und er spürt auch, dass er geerdet ist dann, wenn er mit dir hier sitzt und dich im Arm hält. Das erdet ihn. Er spürt seine Wurzeln wieder. Seine Wurzeln gehen nach unten. Und da spielt es keine Rolle, was das früher für Wurzeln waren. Diese Wurzeln, die entstehen neu. Und die Wurzeln gehen nach unten und sie sprengen diesen Spiegel, wo du ja gar nichts, dich mehr siehst, weil du so in deinem Gefängnis, in deinem gedanklichen Gefängnis drin steckst. Sehr schön. Wir haben hier, auch das ist auch wunderschön, die vier der Stäbe, das ist die Karte des Fundamentes, das ist die Karte, die stehen für die vier Säulen eines Hauses. Hier geht es etwas darum, ein Fundament zu schaffen. Und das ist im Haus der Lilien, im Haus der Harmonie. Hier wird das Fundament in der Harmonie geschaffen. Mit dem Ritter der Kelche, der hier mit seinem Stuhl auf diesem Berg sitzt. Und im Haus der Sonne habe ich die fünf der Kelche. Und die fünf der Kelche, das ist eine Karte. Also die fünf der Kelche ist eine Karte, wo man sich nur auf das konzentriert,
was nicht im Leben ist, was einem nicht gut tut, was einem nicht gefällt. Und die Sonne, es liegt im Haus der Sonne und die Sonne strahlt jetzt durch diese Karte durch und du siehst diese ein beziehungsweise zwei Kelche, die dir zeigen, hier ist aber was Gutes. Hier ist was Gutes in deinem Leben und das schau jetzt mal genauer an. Und das dringt durch, die Sonne durchdringt das. Genauso wie die Sonne hier hinter dieser Person zu sehen ist. Und das ist die Wunscherfüllung im Haus des Baumes. Das heißt, die Wunscherfüllung, das, was du dir schon lange gewünscht hast, schon immer gewünscht hast oder seit neuestem gewünscht hast, das geht jetzt in die Heilung, das geht in die Erfüllung. Und daneben haben wir die Königin der Schwerter und sie liegt im Haus der Wolken. Ja, die Schwertkarten wieder, ne? Die Schwertkarten, das sind die Gedankenkarten. Hier geht es überhaupt nicht ums Gefühl. Und ich sehe, wie diese Königin der Schwerter ihr Schwert aus dem Schaft rauszieht und die Wolken damit praktisch kaputt macht. Und somit sieht diese Königin der Schwerter klar. Sie sieht klar, was die Lernaufgabe angeht. Und sie sieht ihn mit seinen Kopfschmerzen. Und sie sieht ihn auch, wie er zerrissen da sitzt. Wir haben noch die drei der Kelche. Und das ist auch schön, ihr Lieben. Ich habe Gänsehaut am laufenden Band. Diese drei der Kelche sind im Haus des Ankers. Der Anker steht für den Beruf und die Berufung. Und wir haben hier die zwei der Schwerter im Haus des Karmas, im Haus des Kreuzes. Du wirst jetzt, was deinen Beruf, was deine Berufung angeht, feiern können. Entweder durch eine Beförderung. Du hast Möglichkeiten. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz Neues, dass du etwas, dass du dich entscheidest und sagst, nee, ich will aus dem Beamtenstatus raus, ich gehe jetzt in die Heilpraktiker-Ausbildung, dass du wirklich einen Schnitt machst und du machst was komplett anderes. Und das, meine Liebe, das ist hier, wir haben den Stern zwar hier, aber das steht auch unter einem guten Stern, weil das ist die Feierkarte. Du wirst es feiern und du wirst deinen Abschluss auch feiern oder du wirst deine vielen Kunden feiern oder du wirst dein neues Geschäft feiern. Du wirst feiern. Das, was hier vor langer Zeit gesät wird, diese Wurzeln, die gehen hier runter in dieses Berufliche, in die Berufung. Und du kommst jetzt an, du ankerst. Und du wirst hier Möglichkeiten haben. Und ich sage dir ganz deutlich, du hast die Möglichkeit, da zu bleiben, wo du bist. Wenn du dich da sicher fühlst, wenn du Angst hast, du musst überhaupt nichts machen. Aber du kannst jetzt und du bekommst hier die Chance mit den Münzen, dem Ast der Münzen, der Schwerter, der Stäbe und hier mit dem Ast der Kelche. Das sind alle vier Asse und das habe ich wirklich noch nie gehabt. Gut, jetzt liegen hier viele Karten, aber dennoch, das ist wirklich, du hast hier die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Das Schlimmste liegt hinter dir. Das tosende Gewässer gibt's, das ist nicht mehr da. Du gehst jetzt zu neuen Ufern. Ich schaue mal gerade, ob ich noch eine Karte vergessen habe, aber ich denke nicht. Ich möchte noch mal auf diese Karte eingehen. Ich habe zwar gesagt, der Fuchs hat sich rausgeschlichen und er hat einen Neuanfang gestartet vor langer Zeit. Das liegt im Haus des Bären. Das ist auch alles richtig. Aber diese Karte hat noch eine zweite Bedeutung. Und zwar sehe ich dich hier in einen Neuanfang gehen. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Das ist, wie ich gesagt habe, du gibst deinen Beamtenstatus auf und du gehst in die Heilpraktikerrichtung. Das ist etwas ganz anderes. Und du beginnst diese Ausbildung und du weißt nicht, wie es nächstes Jahr ist, wie es übernächstes Jahr ist. Und du hast auch keine Ahnung, ob du nicht vielleicht doch wieder in den Beamtenstatus zurückgehst oder ob du was ganz anderes machst, ob du nicht auf einmal Fahrräder verkaufst. Du weißt es nicht. Und das ist aber das, wo du jetzt hingehst. Und zwar nachdem du die Wolken verscheucht hast, ist jetzt das falsche Wort, aber nachdem du die Wolken,
aus deinem Leben, nachdem sie weg sind. Die Wolken sind einfach weg. Und dann siehst du diesen kleinen, diese paar Schritte, die du machen kannst. Aber du weißt nicht, was hinter dem Horizont ist. Und genau das ist es. Das passiert dir jetzt. Und passiert ist genau das richtige Wort, weil du kannst, das hier ist das Ass der Stäbe in der Liebe, in der Leidenschaft auch. Du kannst jetzt etwas tun, auch beruflich tun, leidenschaftlich, was du leidenschaftlich gerne machst, tun, weil dir etwas passiert, weil jemand auf dich zukommt, der dich unterstützt. Oder es wird nur ein Satz gesagt, der dir eine neue Perspektive zeigt. Das heißt, du hast hier Ideen, weil jemand im Aufzug erzählt hat, da gibt es jetzt eine neue Ausbildung oder die suchen Auszubildende und du gehst aus dem Aufzug, du hast keine Ahnung, wer das war und du siehst die auch nie wieder, aber dieser eine Satz, der verändert dein Leben und das passiert dir jetzt. Und genau das ist es. Das ist das, was dieses Blatt hier auch sagen möchte. Es passiert dir. Ich weiß, wiederhole mich, ne? Aber dennoch, es passiert dir. Ich soll es einfach nochmal sagen. Hier kommt jemand, eine Idee, eine Person, ein Ort, ein Auto, irgendetwas kommt in dein Zuhause reingerauscht, in dein Leben reingerauscht. Das Haus steht ja auch für dich als Person. Und es kommt reingerauscht und du hast dann die Möglichkeit, hier deiner Leidenschaft zu folgen. Das muss nicht für die Liebe stehen, das kann auch für die Leidenschaft des Berufes stehen. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, etwas zu tun. Weil, ich weiß, ich wiederhole mich, aber weil dir etwas passiert. Und du hast es aber eingepflanzt. Und es ist jetzt so, dass dieser Brief, dass das, was reingerauscht kommt, das kann eine Nachricht sein, das kann, wie gesagt, diese Geschichte im Aufzug sein, das kann dieser Geistesblitz sein. Wo haben wir denn die zwei, die Dame, die über das Schwert geht? Hier, auf den Wegen. Die liegt auf den Wegen. Der Page der Schwerter liegt auf den Wegen. Und das ist das, wo du dich jetzt aufmachst. Du machst dich auf, diese Gedankenblitze, die dir kommen, weil dir etwas passiert. Es holt dich aus deiner Lethargie auch raus. Es holt dich aus deinem Rückzug raus. Es lässt dich aufsteigen. Es lässt dich das sehen, was Gutes in deinem Leben ist. Es lässt dich die Schlüssel aufsammeln, mit denen du die ganzen Tore aufschließen kannst und die alten abschließen kannst. Boah, ist das eine intensive Legung, ihr Lieben. Und das sind mal ganz neue Impulse und ich finde es so wundervoll. Ich bin noch nicht auf diese beiden Karten hier eingegangen. Mit Absicht. Ich möchte erst das Blatt jetzt fertig besprechen, aber ich denke, ich habe jede Karte angesehen und was dazu gesagt. Diese Karten, die liegen zwischen dem Herrscher und dem Ass der Kelche. Und ich habe eben gesagt, der Herrscher ist jemand, der seine Gefühle beherrscht. Und dann habe ich das direkt zurückgenommen, weil hier die Herrscherin ja auch in den Fischen liegt. Seine Gefühle kann man nicht beherrschen. Und genau das ist es hier. Zwischen dem Gefühl des Herrschers und dem Herrscher liegt die gute Ausgangsposition mit den drei der Stäben, aber es liegen eben auch die zwei der Schwerter. Er ist derjenige, der das auch nicht sieht. Die zwei der Schwerter ist auch ganz oft die Person, die vor ihrem Herz die Schwerter nach oben hält und somit ihr Herz geschlossen hat. Und dieser Herrscher, der so tiefgründig ist, der braucht noch so den letzten Schubs hier. Der muss noch erst aus seinem Rückzug rauskommen. Er muss erkennen, dass er wirklich eine gute Ausgangsposition hat.
Und dann fließen diese Gefühle und diese Gefühle fließen hier in die zwei. Und ich habe ja gesagt, das hier ist im Rückzug. Das ist Yin und Yang, Licht und Schatten. Das sind die Gegensätze. Und da ist er auch gerade drin, in diesen Gegensätzen, in dieses ganz tief unten und dann wieder zu himmelhoch, jauchzend Tode getrübt. Und ihr Lieben, das war die Bestätigung zu dem, was ich gesagt habe. Er ist noch nicht im Ast der Kelche. Aber das Ast der Kelche würde ihn nicht hier liegen, wenn er nicht jetzt die Möglichkeit und die Chance hätte, da einzusteigen, das zu fühlen. Genauso wie du die Möglichkeit hast, die anderen Chancen zu sehen, zu anzunehmen und umzusetzen. Boah, es ist der Hammer. Ich finde es wundervoll. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht das letzte Mal ist, dass ich diese Legung mache. Aber ich wäre euch dankbar für einen Kommentar. Auch ich weiß ja, ihr macht es so wundervoll und ich danke euch wirklich für jeden einzelnen Kommentar. Und schickt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert mich oder könnt mich gerne teilen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, ihr Lieben. Beim nächsten Mal, das ist, heute ist der 24. Morgen, haben wir Neumond. Also spätestens morgen zum Neumond sehen wir uns wieder. Soll ich euch was sagen? Ich liebe euch von ganzem Herzen. Macht's gut. Ciao.